Diesmal zu Gast bei Nette Leid ist Wolfgang Mastny. Er ist Landschaftsarchitekt im Schlosspark Laxenburg und kennt jedes historische Detail seiner Anlage. Er nimmt uns mit auf einen ganz speziellen Streifzug durch den Park. Heute bei uns zu Gast in der Sendung ist der Schlosspark. Herzlich willkommen. Warum ist Ihnen eigentlich der Schlosspark so ein Herzensanliegen? Der Schlosspark Laxenburg ist nicht nur der größte historische Landschaftsgarten Österreichs, sondern auch was seine Entstehungsgeschichte betrifft, sehr, sehr einzigartig. Durch die Größe dieser Parkanlage hat man doch eine gewisse Zeit und eine gewisse Dauer, ihn wirklich ordentlich kennenzulernen. Aber wenn man ihn einmal kennt, dann hat man ihn ins Herz geschlossen und das ist bei mir zu 100% passiert. Was macht ihn so besonders? Was macht den Schlosspark für Sie besonders? Der Schlosspark macht für mich besonders vor allem das Erleben der Jahreszeiten. Man ist hautnah dabei, zum Beispiel jetzt im Frühling, wenn wieder alles zu treiben beginnt. Das ist natürlich ein wunderbares Erlebnis, wenn man so direkt im Kontakt mit der Natur der Parkanlage steht. Und natürlich diese einzigartige Geschichte, diese vielen Gartenszenerien, diese vielen Gartenthemen, die sich hier zu einem Gesamtkunstwerk vereinigt haben. Das beginnt bei den barocken Resten von Maria Theresia. Und endet natürlich bei der Franzensburg, einem der ersten klassizistischen Gebäude Österreichs, inmitten des riesigen Schlossteichs gelegen. Das heißt, ich habe einerseits diese wunderbare Grünwelt, die von Ihnen ja gepflegt wird, und den historischen Bereich, der einzigartig ist. Sie haben jetzt schon sehr große Namen fallen lassen. Marie Theresia, Franzensbrücke kommt ja auch nicht von irgendwoher. Was gibt es denn da zu erzählen? Was hat Marie Theresia dort gemacht? Naja, die heutige Geschichte der Parkanlage beginnt eigentlich im Jahr 1306. In diesem Jahr hat die kaiserliche Familie Habsburg die Herrschaft Laxenburg mit dem zugehörigen Schloss angekauft. Und seit diesem Jahr wurde die Schlossanlage kontinuierlich auf das heutige hin ausgebaut. Also man kann sagen, alle gekrönten Häupter des Habsburger Reiches sind hier ein- und ausgegangen, natürlich auch viele, viele Gäste des Habsburger Reiches. Und zwei große Bauphasen im eigentlichen Sinne hat es gegeben, zum einen unter Maria Theresia, die das neue Schloss geschaffen hat neben dem alten Schloss und die ersten großen Gartenteile, die heute teilweise noch sichtbar sind. Ja, 1795 bis 1835 kam dann Kaiser Franz, ihr Enkel, der die Schlossanlage letztendlich auf die heutige Größe ausgedehnt hat und ihr heute noch erhaltenes und von uns gepflegtes Erscheinungsbild gegeben hat. Wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, es ist ja nach englischem Vorbild entstanden, was Kaiser Franz da irgendwie erweitert hat im zweiten Bauteil. Ich musste da ganz stark irgendwie an Prinz Charles denken, der sich ja auch irgendwie mit der Gärtnerei sehr stark irgendwie beschäftigt. Wie kann man sich das jetzt anno dazu mal vorstellen? Ist der Franz, der durch den Garten flaniert in Uniform und Etepetete K&K like, oder war der so wie Sie und ich, einfach Jogginghosen gab es nicht, aber im Zivilkleidung unterwegs und hat vielleicht auch selber mal zur Gartenschere gegriffen? Wie war das? Also der Kaiser Franz war sehr, sehr verliebt in Laxenburg. Es war seine bevorzugte Schlossanlage und dementsprechend war er natürlich auch mit sehr viel Herzblut da draußen unterwegs. Man muss sich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Eigentlich war er ja für die Kaiserwürde gar nicht vorgesehen. So gesehen war es ein Glücksfall für Laxenburg, dass er sich dann in diesen Ort und auch in diesen Park so verliebt hat. Ja, und die Geschichte, dass er in einfacher, zerlumpter Kleidung mit Strohhut durch den Schlosspark geschlendert ist und seine Gärtner unterstützt hat, auch selber gepflanzt hat, auch selber die Bäume in die Erde gebracht hat, die erzählt man sich bis heute. Sein Gartenwerkzeug kann man noch besichtigen im Hofmobiliendepot in Wien. Manche sagen, es hat verdammt wenig Gebrauchsspuren, aber es ist belegt, der Kaiser war in einfacher Kleidung im Schlosspark unterwegs und hat dem Gedeihen seiner Parkanlage ordentlich beigewohnt. Das heißt, er hat gegärtnert? Er hat gegärtnert. Es gibt so die Geschichte, dass er einen Handwerksberuf des Gärtners gelernt hat. Das ist historisch ein bisschen umstritten. Es gibt noch nicht wirklich einen Beleg dazu, dass er tatsächlich das Gartenhandwerk gelernt hat. Aber er war ein großer Gartenfreund und er hat viel, viel Herzblut in diese Schlossanlage hineingelegt. Und natürlich wie bei jedem
starken Mann steht eine meist noch stärkere Frau im Hintergrund, seine zweite Frau, die Maria Theresia von Neapel, Sizilien. Die war genauso verliebt wie er in die Schlossanlage und hat wahrscheinlich auch maßgeblich Anteil daran, dass wir heute diese herrliche Parkanlage genießen können. Er hat ja dort auch seine Flitterwochen verbracht. Wie kann man sich die vorstellen? Flitterwochen im Schloss Laxenburg. Das war dort schon später Kaiser Franz und seine unvergessliche Sisi, die Kaiserin Elisabeth. Die haben ihre Flitterwochen in Laxenburg verbracht. Man darf sich das allerdings nicht so romantisch vorstellen, dass die da verliebt Hand in Hand durch den Schlosspark getaumelt sind im Jugendliebesglück. Nein, der Kaiser war der erste Beamte im Staat und hat natürlich gewissenhaft seine Aufgaben erfüllt, ist sehr oft nach Wien hineingefahren, um seinen Regierungsgeschäften nachzugehen. Ja, die Kaiserin war dann allein in Laxenburg, ist einem ihrer liebsten Hobbys nachgegangen, dem Reitsport, ist regelmäßig ohne Leibwache abgehaut, musste immer wieder gesucht werden. Also es dürfte eine ziemlich spannende Geschichte gewesen sein. Das heißt, sie war nicht so verbunden mit dem Schloss, sie wollte eher raus in die Freiheit. Die Elisabeth war Freigeist. Freigeist, wie wir alle wissen. Sie hat das die Weite gesucht, alles was im Nahbereich von Wien gewesen ist, hat sie eher gemieden. Auch dann die später für sie gebaute Hermesvilla zum Beispiel, wo der Kaiser versucht hat, sie doch in ihrer Nähe zu halten. Sie war eine, die auf Reisen war, die permanent die Weite gesucht hat. Natürlich in erster Linie, glaube ich, war sie mit dem Herz in Ungarn zu Hause, bei der Partnerstadt von Laxenburg-Gödelö. Es war ja an und für sich als Rückzugsort gedacht für die Habsburger und als Entspannungsort. Wie ist das Schloss Laxenburg heute zu werten? Ist es ein Rückzugsort oder ein Veranstaltungsort? Weil es finden ja Veranstaltungen in die diversen Richtungen für Kinder und Erwachsene, mottobezogen und so weiter statt. Ist es noch ein Rückzugsort geblieben oder ist es doch eher jetzt so, wie man es kennt, klassisch ein Museum, wo man sich alles anschaut und den Schlosspark betritt und staunt, wie schön alles ist und dann wieder geht? Oder ist es wirklich auch so, dass man zur Ruhe kommen kann? Ich glaube, das hängt sehr von der eigenen Persönlichkeit ab, ob man sich auf die Schlossanlage einlässt, ob man wirklich, sage ich einmal, willens ist, sich einmal wirklich eine Auszeit zu gönnen. Wir leben in einer Zeit, wo viele, viele Eindrücke täglich auf uns einprasseln. Ich habe einmal in einem Seminar mitgenommen, dass an die 10.000 Eindrücke täglich auf eine einzelne Persönlichkeit einprasseln. Das ist natürlich eine ungeheure Menge. Umso mehr, glaube ich, ist es wichtig, in der heutigen Zeit sich wirklich eine Auszeit zu gönnen, in den Schlosspark hineinzugehen, Handy auszuschalten, sich mit der Schlossanlage zu erden, sich mit der Umgebung auseinanderzusetzen, die Natur zu genießen, die Historie zu genießen und einmal wirklich einen Tag lang nur ganz persönlich man selbst zu sein. Der gärtnerische Teil ist der eine Aspekt und der historische der andere. Ich habe ein bisschen rausgehört bei Ihnen, dass der historische Teil von vielen gar nicht so wahrgenommen wird. Kann man da irgendwie die Leute mehr in diese Richtung bringen, dass sie überhaupt wertschätzen, was da alles irgendwie schon passiert ist? Diese Geschichte ein bisschen inhalieren und nicht nur den Garten. Das Thema historische Gartenkunst ist in Österreich eigentlich noch, sage ich einmal, ein sehr relativ unbekanntes. Es wird pausenlos stärker, keine Frage. Es ist da in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel passiert, um das Bewusstsein für historische Gärten in Österreich zu fördern, zu stärken. Im Grunde genommen gebe ich Ihnen recht, ja, es wird wohl die Masse, wird den Schlosspark für einen Spaziergang aufzusuchen, ohne sich näher mit der eigentlichen Geschichte des Ortes auseinanderzusetzen. Es ist aber, glaube ich, nicht schlecht, sich auch einmal mit der Geschichte ein bisschen auseinanderzusetzen, denn gerade wenn man vergangene historische Ereignisse oder historische Begebenheiten ein bisschen besser versteht, kann man sich in der heutigen Zeit vermutlich ein bisschen leichter tun. Wenn Sie daran denken, an den botanischen Teil jetzt, wie aufwendig ist das, dass zum Beispiel die Bäume so schön gepflegt sind? Ja? Wie oft muss da jemand kommen, nachschneiden, nachmessen? Ich hab gehört, dass einer der ältesten Bäume ganz Österreichs im Schlosspark steht. Stimmt das?
Also von ganz Österreich kann ich es zu 100% nicht sagen. Wir haben eine Eiche, die an die 600 Jahre alt ist. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ganz beachtlich, findet man nicht so oft in unserem schönen Land. Der Aufwand, der dahinter steht, ist natürlich gewaltig. Man kann sich vorstellen, 280 Hektar Baumbestand, Wiesenflächen, Gewässerflächen. Unser Team ist ganzjährig im Einsatz. Einmal im Jahr müssen alle Bäume begutachtet werden zum Thema Verkehrssicherheit. Alle Besucherinnen müssen natürlich dementsprechend sicher und gesund wieder aus dem Schlosspark hinaus gelangen. Die Gewässerpflegen verlangen natürlich einiges von uns ab, dass die Gewässer wirklich in einem gepflegten Zustand, vor allem für unseren Bootsverleih, sich präsentieren können. Das Wegesystem muss laufend erhalten werden. Das Thema Müll ist natürlich ein leidiges, auch da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Die Wiesenflächen müssen entsprechend gepflegt werden, um langfristig überleben zu können. Also das tägliche Pensum unseres Gartenteams ist ein sehr, sehr großes und sehr, sehr vielfältiges. Wo setzt man dann bei Investitionen an? Ja? Ist das dann eher wirklich in der Instandhaltung des botanischen Teils oder geht man dann auch in Richtung eben Historie? Wo wird rein investiert, also an Geldern, an Energie? Naja, eigentlich kann man sagen, die gesamte Schlossanlage. Wir sind eine von 56 historischen Parks und Gärten, die unter Denkmalschutz stehen. Mhm. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Parkpflegewerk, ein Konzept im Auftrag des Denkmalamts geschaffen, wo drinnen festgehalten ist, wo wir mit dem Aussehen des Schlossparks künftig wieder hin sollen. Das erfordert natürlich viel an Investitionen, an Nachpflanzungen, zum Beispiel in der Rekonstruktion von Wegen. Die zahlreichen Parkstaffagegebäude, die wir im Schlosspark haben, müssen immer wieder restauriert werden, instand gehalten werden. Ja, natürlich auch viele Gebäude, die wir besitzen, das alte Schloss, das neue Schloss, die Kaserne, der Gärtnerhof. Also es hängt sehr, sehr viel an der Schlossanlage, was dem Besucher oftmals verborgen bleibt, wo es aber unsere gern getane Aufgabe ist, das für die künftigen Jahrzehnte und Jahrhunderte hoffentlich zu erhalten. Der Schlosspark ist, wie man so schön sagt, in Österreich Bretteleben. Große Hindernisse sind keine zu erwarten. Mit 12 Meter Erhebung ist die gotische Brücke schon das Größte, was man bei uns antreffen kann. Wir haben während der Saison einen Bummelzug bei uns fahren, der unterstützend auf Personen, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind, wirken kann. Seit dem heurigen Jahr ist es möglich, auch mit kleinen elektrisch angetriebenen Behindertenfahrzeugen einzufahren, bis maximal 6 km/h. Die Kinder bis 6 Jahre können ihre Fahrräder mitnehmen. Kinderwegen, Rollstühle, wie gesagt, das ebene Terrain ist eigentlich fürs Freizeitvergnügen nicht wirklich ein Hindernis. Die Größe sollte man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Auch wenn man sportlich durchtrainiert ist, die große Runde rundherum sind 9 Kilometer. Das ist eigentlich ein schöner Wandertag gewesen, wenn man das bewältigt hat.